So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind gerade auf dem Weg von Regensburg nach Augsburg. Wir sind eingeladen zum CEO Day von Maximilian Wolf. Maximilian Wolf, Kooperationspartner, Kunde von uns und veranstaltet einmal im Quartal ein Kundenevent, das heißt, wo er eben seine ganzen Coaching-Teilnehmer einlädt. Und sind wir regelmäßig eingeladen, regelmäßig vor Ort, um eben auch über Marketing-Themen zu sprechen, um uns auszutauschen mit anderen Teilnehmern. Es sind auch sehr, sehr viele Kunden von uns vor Ort zum Beispiel. Und genau, da sind wir gerade hier auf dem Weg. Und ich habe einfach gedacht, wir nutzen mal die Zeit und ich beantworte einfach ein paar Fragen, die ich in den letzten Tagen so gestellt bekommen habe. Das habe ich ganz normal ein bisschen zusammensuchen lassen. Und jetzt gehen wir mal auf ein paar Fragen an und nutzen so die Zeit. Also, Frage 1. Ich stehe am Anfang und brauche Aufträge. Soll ich in ein Franchise gehen oder mich alleine selbstständig machen? Ja, eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme. Und zwar ist es ja so, gerade am Anfang, gerade wenn du jetzt startest als Immobilienmakler, dann brauchst du eines, und das hast du richtig erkannt, und das sind Aufträge. Das sind aber nicht nur Aufträge von Immobilienverkäufern, sondern das sind ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit auch Immobilienkäufer. So, und am Ende des Tages ist die Entscheidung, willst du erfolgreich sein oder einfach nicht erfolgreich sein. So, und die Erfahrung zeigt ganz einfach, dass die erfolgreichen Immobilienmakler, die erfolgreichen Immobilienunternehmer sich selbst auf sich selbst verlassen und eigene Fließbänder, eigene Prinzipien aufbauen. Was meine ich damit? Man erschafft ein eigenes Syndikat, was man eigentlich möchte. Man möchte ja mehr Aufträge, man möchte mehr Käufer. Das bedeutet, man kümmert sich selbst um seine Akquise. Man macht selbst Kaltakquise zum Beispiel. Man macht selbst Empfehlungsmarketing oder man macht selbst eben Online-Marketing und ist somit einfach nicht abhängig. Wenn du das über ein Franchise machst und alles irgendwie gestellt bekommst, das gesamte Online-Marketing oder sonstige Themen, ja, dann bist du extrem abhängig, weil wenn das Franchise irgendwann sagt, hey, wir wollen dich nicht mehr, dann bist du ganz schnell weg vom Fenster und dann bringt dir das auch nichts, dass du da Franchise-Nehmer warst, weil du hast am Ende des Tages eigentlich nichts. So, Frage 2. Ich will Meta-Werbung schalten, aber kann meine Zielgruppe nicht richtig targetieren. Was soll ich tun? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass die Targetierungsoptionen bei Meta gerade im Immobilienbereich in den letzten Jahren stark zurückgegangen sind. Das bedeutet, wenn du jetzt heute Werbung schalten möchtest und das eben im Meta-Kontext, dann musst du eine Kategorie auswählen. Das heißt, du musst Facebook signalisieren, in welche kategorische Zuordnung deine Werbung fällt. Und das ist im Immobilienbereich die Kategorie Wohnraum. Und diese Wohnraumkategorie hat eine Tücke, nämlich man kann nichts targetieren, weil Facebook oder Meta in dem Fall nicht möchte, dass man irgendwelche Zielgruppen diskriminiert. Was macht man jetzt? Also man hat zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass man es einfach so macht, einfach versucht so zu schalten. Häufig sind die Erfolgschancen aber ziemlich gering. Deswegen haben wir einfach schon vor 2 bis 3 Jahren eine Lösung gefunden und das ist eine eigene Software. Das heißt, wir nutzen KI-Targeting, das heißt, wir definieren für unsere Kunden zum Beispiel ganz am Anfang exakt, okay, was ist die ideale Zielgruppe, wen willst du konkret erreichen? Sind es zum Beispiel Personen, die in München leben und gerade in der Scheidung sind und ihr Einfamilienhaus verkaufen wollen? Ganz spezifisch können wir das exakt so targetieren, sehr, sehr stecknadelgenau. Und das macht es uns sehr, sehr einfach, konkrete Zielgruppen zu avisieren und somit einfach auch einen Unterschied zu machen am Markt. Und deswegen ist das so ein bisschen unser Cheat in der Richtung. Wenn du den nicht hast, ja, dann musst du einfach das so ganz normal machen und kannst natürlich dann entsprechend so ein bisschen, das braucht einfach auch länger in der Entwicklung, bis die Ads irgendwie vernünftig laufen. Aber wie gesagt, KI-Targeting kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten wird es schwierig werden. So, nächste Frage. Kann man Objekte auch über Online-Werbung vermarkten? Ja, 100%, natürlich. Das machen wir jeden Tag. Also nicht nur die Objektakquise funktioniert über digitales Marketing, auch gerade jetzt in aktueller Zeit, wo die Zinsen ja immer noch in einem gewissen Hoch sind, wo Portale überschwemmt sind, genau dann funktioniert Online-Werbung, weil du musst dir ja vorstellen, wenn da jemand ist, der kaufen möchte, der möchte das so ein bisschen wie auf einem Silbertablett serviert bekommen haben. Und wenn der dann eine Werbung von dir sieht und da steht, hey, hier, du machst das und das und du hast das und das Objekt zu den Konditionen, ja, dann ist das mega spannend und dann ist man da auch exakt bereit, sich darauf zu melden und ein Kaufangebot abzugeben. So. Lohnt sich TikTok als Immobilienmakler? Was sich auf jeden Fall lohnt, sind aktuell Reels. Du kannst mit TikTok beginnen, aber es wird jetzt aktuell noch nicht dir den riesigen Hebel in Form von Objekten oder Käufen bringen. Es wird Branding aufbauen, es wird einfach deine Sichtbarkeit auch stärken und gerade auch im Recruiting, wenn du Mitarbeiter suchst, mega spannend, aber es wird jetzt auch nicht einen exakten riesigen Unterschied machen. Du kannst aber ganz gerne mal auf unseren TikTok-Kanal schauen, den haben wir nämlich ganz, ganz frisch veröffentlicht vor ein paar Wochen. Das heißt, schau da gerne mal rein, es sind schon einige Videos online und folge mir gern auf TikTok. So, letzte Frage. Muss ich als Makler unbedingt vor die Kamera? Grundsätzlich geht es ja darum, Menschen kaufen von Menschen. Und auch wenn wir in einem digitalen Zeitalter leben, kaufen Menschen dennoch von Menschen. Und das musst du einfach verstanden haben. Deswegen empfehle ich ganz klar, geh in die Werbung
Pack dein Gesicht in die Ads auf Facebook, auf Google und Co., auf Flyer meinetwegen, auf die Webseite. Zeige aber, wer du bist. Und das ist sehr wichtig, um eines Tages eben auch dann wirklich Kaufaufträge oder Verkaufsaufträge zu machen. Ja, das war soweit dazu. Das waren ein paar Fragen aus der Community. Und jetzt geht's weiter. Bis gleich in Augsburg. Gut, dann sind wir da. Wir gehen rein. Ich habe einen sehr, sehr spannenden Gast bei mir, den lieben Alex. Alex ist Kunde bei uns und wir sind ja gerade bei Maximilian Wolf auf dem CEO Day und Alex hat heute einen sehr geilen Vortrag hier gehabt. Und ja, Alex, vielleicht stellst du dich mal kurz vor, was machst du so? Gerne, ja. Hi zusammen, also vielen, vielen Dank, dass ich hier mit dabei sein darf. Mein Name ist Alexander Lang, ich bin Immobilienunternehmer und Mindset-Coach für Immobilienunternehmer. Wir machen ja bei dir aktiv viele Workshops, die wir bewerben deine Marke. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen was erzählen, ich glaube 3-4 Workshops haben wir jetzt schon gemeinsam gemacht, wie du so vielleicht auch die Entwicklung siehst, wie es vielleicht am Anfang war, wie du jetzt vielleicht auch schon im Markt wahrgenommen wurdest und natürlich auch Thema Umsatz, wie hat sich das entwickelt bei dir? Ja. Also davor habe ich überhaupt kein Social Media Marketing bezahlt gemacht. Ich bin immer nur organisch gewachsen, habe schon immer viel Social Media gemacht, über Stories, über Reels, über organisch halt. Und mit euch war das dann der Hebel zu sagen, hey, wir gehen jetzt mal die Stufe mit bezahlter Werbung. Und auch der Switch war mit euch, dass wir gesagt haben, wir machen Workshops online. Ich mache seit 3,5 Jahren Immobiliencoaching und ich habe immer eigentlich fast jeden Monat 2 Tage Seminar gemacht vor Ort. Und das war so mein Einstieg, wie Leute zu mir gekommen sind. Aber da war ich natürlich limitiert in der Reichweite und die Leute müssen immer 500, 600 Kilometer zu mir fahren. Und dann haben wir mit euch quasi das erarbeitet, erstmal die Positionierung erarbeitet, wirklich auch Mindset-Coaching, auch der Mindset-Coach in der Immobilienbranche. Und sind dann rübergegangen und gesagt, okay, was macht Sinn? Okay, wir nehmen den Workshop als Funnel. Und den bauen wir in verschiedenen Punkten auf. Und dann haben wir es auch gemacht. Und im ersten Workshop, wenn wir über Zahlen sprechen, haben wir knapp um die 5.000 Euro Werbebudget ausgegeben. Und ich habe aus dem ersten Workshop direkt 30.000 Euro Umsatz gemacht. Und ich habe kein Closing-Team, kein Setting-Team. Das heißt, ich habe selbst die Leads abtelefoniert, bin da durchgegangen und habe dann von diesen Leuten dann auch diesen Umsatz gemacht. Vielleicht noch eine wichtige Frage. So, was war denn jetzt gerade zu Beginn so deine größte, dein größten Problempunkt, den du hattest, wo du gesagt hast, hey, da zweifle ich so ein bisschen, ob das wirklich so richtig funktioniert. Also hattest du solche Hürden im Kopf oder gar nicht? Ja. Also ganz wichtig ist wirklich das Thema Positionierung gewesen. Also das war wirklich so, ich wusste nicht genau, wie ich mich positioniere, weil ich habe eine Vita Polizeibeamter, da kam dieses Mindset schon als Polizist. Ja, da musst du ja auch ganz, ganz schnell entscheiden können und jemanden einschätzen können. Und dann kam mein Coaching, das ich schon seit 3 Jahren mache, Immobiliencoaching. Und da habe ich dann eine Pärchenmastermind auch gehabt, wo ich Immobilienpaare gecoacht habe, wie sie Immobilien machen. Und meine größte Herausforderung war halt wirklich dieser Shift von meiner Positionierung von Immobiliencoach und Immobilienhändler zu: Nehmen die Leute mich überhaupt als Mindset-Coach ernst? Ja? Wollen die Leute überhaupt hören, was ich sage? Komm mal vielleicht mal konkret jetzt zu dem, was du machst. Ich meine, Mindset für Immobilienunternehmer ist, du hast es gerade schon gesagt, extrem wichtig. Gerade in dieser Marktveränderung, diesem Käufermarkt und so weiter, das ist ja für viele super belastend. Und auch wir bekommen das immer wieder in den Verkaufsgesprächen mit. Ja, wir haben Probleme, es läuft nicht, wir verkaufen nichts. Es geht wirklich auch bis hin, das höre ich auch schon manchmal, wir haben echt Ängste, wir können nachts nicht schlafen. Man streitet sich auch im Privaten, weil man irgendwie dann das versucht zu kompensieren. Wie nimmst du das aktuell wahr an dem Markt? Und vielleicht hast du so 1, 2, 3 Tipps an die Leute da draußen, die vielleicht in so einer Situation stecken, wie man damit umgehen kann. Ja. Also es ist definitiv so, ich kriege es auch in den Verkaufsgesprächen mit und bei Leuten, die jetzt nicht in meinem Coaching sind, aber mit denen ich zu tun habe,
Es gibt auch Insolvenzen mittlerweile in dem Bereich. Es gibt auch Insolvenzängste, weil klar, viele haben die, mittlerweile sind wir an einem Punkt, jetzt haben wir seit 1,5 Jahren diese hohen Zinsen, diese Marktveränderungen. Und viele konnten 12 Monate, 15, 18 Monate es durchhalten, durch verschiedene Gelder geliehen oder irgendwas, Liquidität verschoben. Aber jetzt wird es langsam schon für den einen oder anderen hart. Es gibt Leute, die erfolgreich sind, du sagst, sie machen schon sechsstellig über 100.000 Euro, aber es gibt ja immer auch da noch Punkte. Und auch wir sind erfolgreich und auch wir machen höhere sechsstellige Umsätze, aber natürlich gibt es auch bei uns Punkte, wo man natürlich dann auch spricht und schaut, wie kann man das Ganze optimieren. Also auf jedem Level ist das Ganze so. Vielleicht hast du vielleicht eine Story von einem Kunden von dir, wo du sagst, das war für dich die bemerkenswerteste Transformation. Also vielleicht ist er mit dir mit einem konkreten Problem ins Coaching gekommen, du hast es behandelt und jetzt ist der aktuelle Zustand ein anderer. Kannst du da ein Beispiel dazu? Ja, also ich arbeite ja mit meinen Kunden nicht immer nur auf der Business-Ebene, sondern bei mir ist ein Kunde gekommen. Der Kunde, der ist, arbeitet in einem Family Office und macht nebenher auch noch selber Immobilien. Und der verwaltet 5000 Quadratmeter Wohnfläche für sein Family Office. International, ist international unterwegs. Ja, und es, da geht es um mehrere Millionen. Und seine Frau verwaltet 20.000 Quadratmeter Gewerbefläche. Das heißt, die sind an sich wirklich voll im Game drin. Und er aber ist halt mit einer, in einer Familie aufgewachsen, wo der Dad nie da war, der hat immer gearbeitet. Er ist mit der Mutter, mit der Oma, mit der Schwester und der Au-pair aufgewachsen. Das heißt, 4 Frauen mit weiblicher Energie um ihn herum und er hat nie dieses Role Model Mann kennengelernt. Er hat nie diese Männlichkeit kennengelernt, diese Macherkraft, diese Schaffenskraft und hatte einfach immer dieses Thema, dass er immer seine eigenen Bedürfnisse zurückgesteckt hat und niemals seine eigenen Bedürfnisse nach vorne gebracht hat. Und ich habe mit ihm VIP-Coaching gemacht. Das bedeutet, dass du 1,5 bis 2,5 Tage mit mir 1:1 unterwegs bist, danach noch mit Calls betreut wirst. Und das mache ich ganz gerne, wenn ich merke, dass bei dem Gegenüber eine große Blockade ist, die auf alle anderen Glaubenssätze, auf alle anderen Lebensbereiche abstrahlt. Und bei ihm war das, dass er gedacht hat, er ist nicht gut genug dafür, dieses Selbstwertthema. Er kann das nicht machen. Das Krasse ist, wenn du Mindset-Veränderungen machst, dann siehst du das in den Augen, du siehst es in der Ausstrahlung. Und er ist nach Hause gekommen und seine Frau hat gesagt, was hat der Alex mit dir gemacht? Wer bist du? Alex, wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte, wenn man sagt, hey, man möchte vielleicht mit dir mal ins persönliche Gespräch gehen, vielleicht einmal mit dir offen mal sprechen, ob es da hier und da Baustellen gibt, ob du die lösen kannst oder auch nicht, wo kann man das bei dir machen? Ja. Also man kann gerne auf www.alexander-lang.de/termin. Ja, dann kann man mit mir 20 Minuten sprechen. Ich spreche auch selbst mit den Leuten, weil mir ist es ganz, ganz wichtig in so einer Arbeit wie Mindset. Da geht es sehr, sehr viel um Vertrauen. Ja, und deshalb möchte ich wissen, wer ist der Gegenüber. Er muss mich kennenlernen und Leute öffnen sich bei mir. Du musst dir vorstellen, in meinen Gruppencalls, da wird teilweise über private Themen gesprochen, über Partnerschaft gesprochen, über Ängste, die einen beschäftigen. Da brauchst du ein gewisses Grundvertrauen in den Gegenüber und deshalb mache ich diese Gespräche auch selbst. Und da kannst du dich zum Beispiel melden oder du folgst mir auf Instagram, bestellst dir mein Buch. Ja, wenn jemand sagt, ich weiß nicht zurecht, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, mach aus deinem Leben eine Meisterleistung. Ich denke, dass wir es vielleicht auch unten verlinken werden. Und so kann man einfach mit mir in Kontakt treten. Ganz easy, auch auf Instagram. Ich schreibe zurück, ja, ich bin nicht irgendwo abgehoben oder so, sondern ich möchte, mein Ziel ist es, Menschen wirklich zu helfen. Und da ich die Immobranche liebe, ist es mein Ziel, Immobilienunternehmer mehr Bewusstsein zu bringen, dafür, dass es nicht nur darum geht, noch mehr Deals zu machen, noch mehr Geld zu verdienen, sondern auch die anderen Lebensbereiche wieder reinzuholen und gesamtheitlich zu wachsen. Ich habe zum Beispiel einen Makler, der, als er zu mir gekommen ist, hat er kaum Umsätze gemacht. Dann habe ich mit dem 2, 3 Calls gehabt, ein paar Gruppencalls, habe mit ihm ein paar Stellschrauben geändert. Dann hat er im ersten Monat ungelogen 100.000 Euro Umsatz gemacht, ist Makler in München und sagt, Alex, ich denke ganz anders, ich sehe das Ganze ganz anders, ich habe ganz anderen Fokus und ich bin viel glücklicher wie noch davor. Und das sind die Dinge, die ich gerne mache, dass ein Mensch danach sagt, hey, mein Leben hat sich verändert auf allen Bereichen und mir einfach dankbar ist. Und das finde ich halt das Geile. Ja, mega, mega. Also, ihr habt es gehört. Mega cool, richtig cooler Typ und was ich an dir extrem schätze ist, dass du das mega ernst meinst und auch das wirklich willst. Also es gibt so viele Mindset-Coaches und auch die kenne auch ich, die sagen das und dann machen sie ihre Chakra-Veranstaltungen und dann gehen sie ins Hinterzimmer und dann freuen sie sich, wenn die Leute ein paar Upsells gekauft haben. Aber die meinen es eigentlich nicht ernst und das sehe ich bei dir anders, dass du das wirklich ernst meinst. Also tragt euch gerne bei ihm an, wir werden alle Links einmal einblenden und so weiter und wenn ihr die volle Marketing-Power wollt, dann besucht gerne mal seine Seite. Und dann und auf die Seite, aber auf der Seite seht ihr dann mal, wie Retargeting funktionieren kann. Also auch dann mal Facebook anschauen, ganz genau. Gut, Alex, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann dir hast du noch viel Spaß und wir machen uns ans Werk und bauen das ganze Ding weiter aus. Sehr gut. Ja. Dankeschön.
So, extrem spannender, extrem intensiver CEO-Day ist vorüber. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Super viele Kunden hier von uns gesehen, sehr viele spannende Gespräche geführt, einige Interviews, sehr viele Bilder haben wir jetzt sicher noch eingeblendet. Auch nochmal vielen Dank an das Maximilian-Wolf-Team für die Organisation des Ganzen. Super tolles Event. Wir freuen uns schon auf das nächste Event. Und wenn du sagst, du möchtest als Immobilienmakler, Immobilienunternehmer, Bauträger wachsen, du möchtest mehr Umsatz machen, du möchtest mehr Aufträge schreiben, ja, dann schau gerne mal auf schalter-marketing.com, da kannst du ein kostenfreies Beratungsgespräch sichern. Dann schauen wir uns mal gemeinsam deine individuelle Situation an, erarbeiten eine Strategie, präsentieren dir die und wenn das für dich passt, dann gehen wir gemeinsam in die Umsetzung. In dem Sinne, vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.